Er wird heute im Mittelpunkt des Interesses stehen. Kann der Topscorer auch heute wieder jubeln? Wir werden es erleben. Live hier bei EA Sports. Bleiben Sie dran. Hallo liebe Fußballfans, schön, dass Sie dabei sind. Ich begrüße Sie zum heutigen Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß und neben mir sitzt der Kollege Frank Buschmann. Und heute übertragen wir Ihnen ein Ligaspiel. Das dürfte ein tolles Spiel werden. Also ich bin sicher, das wird ein Riesenspiel. Geht bei den beiden Mannschaften doch gar nicht anders. Schwaches Zuspiel. Kein Wunder, dass da nichts ankommt. Ball geht direkt wieder zurück. Das ist die Chance. Abgeblockt. Ecke kommt rein. Der Torwart hat den Ball. Gute Aktion. Er hat den Ball. Gute Aktion. Das könnte was werden. Die Tabellenspitze ist in Reichweite für die Gäste, aber dabei sind sie natürlich auch ein wenig auf fremde Hilfe angewiesen. Und das wäre ein Erfolg. Jetzt aber erstmal Vorsicht. Jetzt geht's richtig los. Wir haben den ersten Treffer. Souverän abgeschlossen hier, das kann man nicht anders sagen. Das hat er klasse gemacht. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Jetzt holen sie die Lücke. Aber dann doch der Fehler. Ballverlust. Hey, das ist schwach. Zuspiel kommt nicht an. Abstoß, Ball war draußen. Guter Pass jetzt. Die Fahne ist oben. Das war eine schwierige Entscheidung. Der Ball ist weg. Ja, mit viel Übersicht. Oh, wie hat er den denn gehalten? Fragen wir uns alle, Wolf. Das war doch eigentlich ein sicheres Tor. Ecke in die Mitte. Da ist der Ball erstmal raus. Das war schlecht vom Abwehrspieler. Ja, gut gemacht bei diesem Block. Den blockt er wieder super ab. Gutes Tackling. So langsam wird es gefährlich. Das sieht gut aus. Er pfeift Elfmeter. Da gibt er Elfmeter, aber keine Karte. Das gibt es zwar selten, aber für meine Begriffe geht das hier in Ordnung. So, jetzt können Sie die Führung ausbauen. Diesen Elfmeter lassen Sie sich nicht nehmen. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für Sie. Ein Pass mit viel Auge. Da müssen Sie den Ballverlust hinnehmen. Die Gäste liegen hinten, was den Ballbesitz angeht. Aber wir wissen natürlich, Ballbesitz ist nicht alles. Sehen wir auch am Ergebnis. Du musst aus dem Ballbesitz, den du hast, einfach was machen. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Klasse Zuspiel. Flanke kommt rein. Die Flanke hat er. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis.
Ballgewinn, gefährliche Position. Und er geht an ihm vorbei. Oh, das sah vielversprechend aus. Nur eine Minute noch Nachspielzeit, dann ist hier Schluss. Gute erste Hälfte, sie liegen mit 2:0 in Front und nach der Pause müssen sie einfach... Und jetzt geht's hier weiter. Sieht gefährlich aus. Ja, passt auf. Die Gerüchte haben sich bestätigt, er hat bei Tottenham Hotspur unterschrieben. Also mit ihm verstärken sie sich in jedem Fall. Das ist ein richtig guter Transfer. Gute Chance für eine Flanke. Das könnte vielleicht was werden. Ja, und so geht es natürlich nicht. Nee, das ist harmlos. Die Chance haben sie verschenkt. Sie versuchen, das Spiel jetzt breit zu machen. Guter Pass. Da ist der Ball drin. So, wir schauen uns die Wiederholung dieser Szene nochmal an. Erst kommt der Pass. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Und mit dem 3:0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Es gibt Ecke. Sie werden hier wechseln. Ecke kommt. Gefahr bereinigt. Macht er gut. Abwehrversuch scheitert. Szene geht weiter. In den freien Raum. Und dann ist der Ball weg. Abwehr holt sich diesen Steilpass. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Ballverlust. Da können sie kontern. Eingabe in die Mitte. Ja, klasse, Ball erstmal weg. Ja, mit viel Übersicht. Ball erstmal weg. Gute Aktion. Aaron Gunnarsson.
Ballverlust. 10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Komische Stimmung hier im Stadion. Es ist extrem ruhig geworden. Ja, nicht mal Pfiffe hört man. Und die wären ja nun wirklich berechtigt. Aber die Fans müssen sich wohl auch erstmal sammeln. Jetzt bringen sie die Flanke rein. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Geht dazwischen. Oh, das kann gefährlich werden. Und da wird die Nachspielzeit angezeigt. Eine Minute gibt es noch oben drauf. Schlusspfiff. Das Ligaspiel ist aus. Und